So. Jetzt werde ich wieder das Internet zur Rate ziehen. Muss ich gestehen. Denn hier gibt es wieder irgendwas zu holen. Nein, hier geblieben. So. So, Blutesoldaten angetreten. 8 Stück. Wir erinnern uns, dass... Dass die Blutesoldaten alle ja so ihre eigenen Spezialbereiche haben, sag ich mal. Und... Beziehungsweise, ja, sie haben halt ihre eigenen Persönlichkeiten. Anhand dieser Persönlichkeiten muss man sie hier jetzt auf die verschiedenen Aufgaben aufteilen. Zum Beispiel wissen wir, es gab einen, der mit den ganzen Frauen super gut auskam. Der ist natürlich beim Informationen sammeln mit der Beste. Da ich mir sowas aber überhaupt nicht merken kann, ziehe ich da die Leute zur Rate. Das Internet zur Rate. Und siehe da, ne? Sie bestätigen sogar richtig gewählt. So. Wie rum man es macht, ist natürlich klar. Also ich weiß nicht, ob die Reihenfolge der Befehle überhaupt einen Unterschied macht. Aber ich finde, es macht Sinn. Zuerst noch mal Infos. Was ist los? Da müssen die Bürger raus. Ja, genau die da. Dann hätten wir gerne Verstärkung. Bayreuth und Lauda. So, Kanonen zum Feuergewicht. Das waren noch die, die man sich am besten merken konnte, weil da gab es einen, der ist der beste Schütze, und es gab einen, der ist der alexandrianische Meister im Kanonenkugeltragewettbewerb oder so. ja. Wir haben die Einteilung toll erledigt. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt bekomme, aber es muss sich wohl lohnen. Ja, seht ihr? Engelsohrring. Mehr Level Up. So. Stein und Beatrix. Ja. Mutter, gib mir Kraft, sagt sie und schaut zu dieser Joker-Kröte hervor. Oh mein Gott, es leuchtet. Ja, natürlich läuft die Sache nicht ganz so einfach. Das wäre ja langweilig. Fakt ist, jetzt haben wir eine ganz besondere Gelegenheit. Ja, Nebelmonster, wir wissen ja, es ist ja Kuyas Job. So, erinnert euch daran, dass die beiden immer noch glauben, der jeweils andere sei in sie verknallt und hätte einen Liebesbrief geschrieben. Und dann wurde beschämt geblendet. So. So. Die Sache ist hier folgende. Wir machen es mal so. Sturmangriff. Wir rüsten ihn mit dem Besten aus, was wir haben. Aus dem ganz einfachen Grund, hat das ja einen Zustand? Nein. Aus dem ganz einfachen Grund, dass... Perfekt. Brauche ich nämlich das Polaris nicht mehr tragen. Dass wir ihn jetzt... Dass wir hier gleich tricksen werden. Wir wissen ja, dass er noch ein bisschen... Warte mal. Er braucht doch Ability ab irgendwie. Verdammt, wo gibt's denn das? Wo war denn das? Verdammt nochmal. Level up, Mentalver. Oh shit. Ability up. Hier, das ist übrigens der Reinkarnatring. Segen ist eine Ability, die bedeutet, dass einmal, dass der Kampf gestartet wird mit dem Wiederbelebungseffekt. Das heißt, wenn der Charakter stirbt, wird er einmal automatisch aufgehoben. Sehr praktische Ability, aber auch sehr teuer.
Ja, irgendwie hat er leider keine Ability ab. Ich habe keine Ahnung, wo das hin ist. Wahrscheinlich auf Freya gerade. Ärgert mich etwas, ist aber jetzt auch nicht ganz so wichtig. So, der Fakt ist, wir wollen jetzt gleich ein bisschen tricksen. Er da ist unterlevelt wie Sau, sieht man. Level up hat er, ne? Hat er irgendwo drin? Nein, hat er nicht irgendwo drin. Dann braucht er. Dann komm her, Elfenohrring. So. Wir machen das ganz einfach. Wir geben ihm die HP, wir geben ihm Exorzismus oder Weihrauch werden da wirken. Die geben natürlich Level ab. Zustände benutzen die Viecher nicht. Ja, keine Ahnung. So. Gut. Nochmal nachgucken. Ja, Abwehr. Sieht alles ganz gut aus. So. Jetzt wird getrickst. Hallo Nebelmonster, komm her. Wir wissen, diese Nebelmonster geben ziemlich anständig Erfahrung. Die beiden sind nur zu zweit. Die kriegen also jeweils doppelt so viel wie unsere Gruppe damals. Und wir können diese Quote noch erhöhen. Steiners Korallenschwert ist ja eine ziemlich eine Waffe auf dem Stand ihrer ziemlich gut auf dem Stand des der Dinge dran. Heißt, Beatrix sorgt einfach dafür, dass sie keine EP leecht. Und dann sagen wir, Steiner, do your thing. Ich hoffe, dass mir das nicht auf die Füße fällt. Aber nö. Deswegen musste er auch jetzt sehr gute Ausrüstung tragen, damit er nicht zu viel Schaden frisst. Wichtig ist, dass er Level Up hat. Denn wir sehen, so kann er die Kämpfe definitiv schaffen. 2500 plus die Hälfte. Der Mann bleibt nicht lange unterlevelt, denn es sind natürlich noch ein paar weitere Kämpfe. So. Außerhalb des Kampfes immer schön Potions für ihn. Seht ihr, was es an HP bringt, das Level hier? So, gab es noch irgendwo? Ist hier irgendwo lang? Ich habe leider keine Ahnung, wo überall Nebelmonster sind. Das ist mal kein Monster, das ist eine Flagge, hoffentlich. Achso, der Feind ist in der Hauptstraße. Gut, okay, dann gehen wir hier lang. Dann geht es also einfach nur hier runter. Das kriegen wir hin. Und die Zivilisten laufen hin und her, hin und her. Jetzt wissen wir sogar, diese Nebelmonster stinken. Vermutlich ist es doch der Nebel, der stinkt. Feind ist nah. Ja, da ist er. Tada. Und ab geht's. Ja. Ist halt ein kleiner Trick, mit dem man hier Steiners horrendes Erfahrungsdefizit ausgleichen kann. Denn alle EP, die Beatrix für sich einsackt, ist natürlich total verloren. Denn Beatrix ist, wie man schon daran erkennen kann, dass sie keine Transleister hat, kein dauerhafter Charakter. Das heißt, sie zu leveln, sie auszurüsten, ist verschwendet. Zack. Das heißt, Steiner only runs. Ein Level up, zwei Level ups. Jetzt hat er wahrscheinlich wieder so 200, 300 EP bekommen. Über mal. Oh ne, doch. Gar nicht so extrem diesmal. Also, schauen wir weiter. Und das nächste. Höllengewürm. Eine tolle Wortschöpfung, muss ich gestehen. Die gefällt mir sehr gut. Höllengewürm. Tolles Wort. Ja. Gut. Und weiter geht's. Diesmal sind es sogar zwei. Oh mein Gott. Wie sollen wir das nur schaffen? Okay. Hey, die Ramme macht sogar Schaden. Greif's nicht an. Perfekt. Großartige Sache, das. Gleich wieder ein paar Potions draufschmeißen im Menü und dann sollte das gehen. Ja, Feuer. Feuer du nur. Das macht keinen Schaden. Also weniger zu viel. Okay. Werden die Viecher hier stärker oder was?
Gut, ihr könnt jetzt bekommen wieder ein toller EP-Schub. Ich freue mich schon drauf. 5000 Erfahrung, 7500 Erfahrung, etwa. Ein Level Up. Okay. Wir haben es übersprungen, wir schauen jetzt einfach ins Menü, wie hoch er jetzt wirklich ist. Ja, okay, hat gerade so nicht für mehr gereicht, also wir hatten erst 600 mehr. Wir können unsere Potions eh nicht mehr brauchen, weil im Kampf, selbst im Kampf heilen die nicht mehr genug. Also, ran da. Wieso sogar das, wie hat dieses Kuffelschwert in der Hand? Oh, ach ja, was mich gerade interessiert. Konnte man ihr irgendwie ihr Schwert klauen? Nein, kann man nicht. Sie hat da ein sehr spezielles Schwert. Schlangenhelm, den könnte ich ihr klauen. Stärkebonus Exorzismus, der ist eigentlich ganz nice. Richten sie stattdessen. Mitrellhelm. Hydro First Link, Plattenpanzer, Halstuch. Wisst ihr was? Danke für das, für die Ausrüstung, Beatrix. Sie ist eh tot. Es kümmert mich ein Scheiß, was sie trägt. Sie wird eh nicht angegriffen. Also, Randa. Rettet sie. Prinzessin. Nein, just kidding. Spangenhelm. Wundert mich, dass ich davon noch keinen hatte, aber gut. Stärkebonus und Exorzismus. Nee, ich hab lieber Mental und Dingens. So. Ja, Steiner, ist gut. Fasel du noch mehr. Sind's wieder zwei? Sind's wieder zwei? Ich wünschte, es wären wieder zwei. Nein, es ist nur einer. Menno. Menno. Menno, genau. Aber hey. Zack. Also seine Angriffskraft wird, wenn er wieder in die Truppe kommt, definitiv gut sein. Ich hab auch gelernt. Level up gelernt. Oh yay. Es wird immer besser. Es wird immer besser und großartiger. Beatrix, seid ihr in Ordnung? Unversehrt. What? Okay, enough said. Beatrix ist unversehrt. Sie hat einfach im ersten Kampf großartig Harakiri begangen und seitdem, ja. Verwundet. Yay! Mehr Kämpfe! Ah, statt zwei gleichzeitig kann man ja auch zwei hintereinander nehmen. Gleiche EP, weniger Risiko, Mühen, was auch immer. Und Beatrix stellt sich tot. Zack. Na, wenn ihr euch vorstellt, würde Beatrix leben, Steiner hätte erst die Hälfte der Erfahrung gemacht. Das heißt, er wäre jetzt erst vielleicht gerade 20 oder 21 geworden. Na, 21 wäre er jetzt vermutlich. Was? Zurückziehen? Niemals. Ja. Ihr seht es kommen. Ich sehe es kommen. Jeder sieht es kommen. Los, bringen wir es hinter uns. Ich hatte vorhin gesagt, es gäbe keine expliziten Pairings außer Sidon und Lilia. Außer Sidon und Lily. Ja, die zwei hatte ich da vergessen. Aber Herrgott, das war ja auch irgendwie schon abzusehen nach der Sache mit dem Liebesbrief. Ich meine, solche Versehen können nicht ohne Folgen bleiben. Und her damit. Ein Kampf, ein Level Up. Großartig. Steiner wird vermutlich natürlich nicht ganz aufholen, denn ganz so lange geht die Szene hier nicht mehr. Also er wird es nicht bis 30 schaffen oder so. Aber... ich bin bereit. Tief einatmen, tief Luft holen. Was ich sagen wollte, er wird es halt nicht ganz bis 30 schaffen, aber er wird auf jeden Fall... gut, ja. 10 Level vielleicht. Den Kampf jetzt noch, der ist wieder 2 Level wert fast.
dann hat er die 10 Level schon fast voll. Wenn es wieder 2 sind, aber ich gehe mal davon aus, dass es 2 Viecher sind, weil es waren noch 2 auf dem Screen und... Seht ihr? Ich habe recht. Ich habe immer recht. Na, okay. Oh. Wir kriegen sogar eine Trance geschenkt. Weilsteiner so ergriffen und für Beatrix und bla. Ja, gut. Dann hau halt zu. Ist ja nicht so, dass du sie nicht so schon one-hitten würdest. Jetzt ist seine Abwehrkraft jetzt nochmal sehr viel höher. Nebelhauch. Was ist Nebelhauch? Diesen Angriff kenne ich nicht. Er macht keinen Schaden. Ich glaube, der kann bestimmt, ist halt vermutlich ein Flächeneffekt, der auch einen Zustand machen kann. Wie gesagt, dreifache Angriffskraft, das ist der Effekt von Steiners Trance etwa. Dreifacher Angriffsschaden, Entschuldigung. So, executed. Ist halt gegen Bosse ganz nice, jetzt so in normalen Kämpfen jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Ich möchte übrigens anmerken, dass Beatrix 1337 Erfahrung fürs Level abbraucht, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. ist gegen Bosse natürlich großartig. Oh, das wird eng. Nein, verdammt! Eine Sepp-Golem-Karte. Wieder was Neues. Und die Musik endet. Gut. Steiner hat gut aufgeholt. Ich finde es sehr witzig, dass die, wie oft in diesem Spiel die Background-Musics auch für die Charaktere hörbar sind, also wirklich Teil der Spielwelt. So. Von oben. Hier drin gibt es keine Kämpfe, hier drin ist alles so creepy ruhig. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch mit Lily die Quelle dieser Musik finden. Gut, dass ich glaube zu wissen, wo die herkommt. So, wie war denn das hier? Oh. Wenn wir uns irren, ja. Hält das Amulett, also die Schatzkristalle, die sie trägt, halten sie auf. Hier geht's lang. Da. Schwerter gekreuzt, wir können jetzt nicht zurück. Es gibt ja Boss uns eigentlich nichts zu holen, soweit ich weiß. Also machen wir einfach, was wir tun sollen, tun müssen. Do your thing. Dazu muss ich nichts sagen, oder? Das hier zähle ich schon fast als Teil zu der Sequenz, die gleich kommt. Deshalb stellt euch schon mal auf Schweigen ein. Sagt sie da, während sie in einer... Ha. Egal. Also wirklich, das ist Lindblumsche Ingenieurskunst. Was soll das bitte heißen? Klonk! Wir haben da was verloren. Derp!
Ach ja. Der zittert schon ein seltsames Gemüt. Ach ja, Vivi war ja so leicht flugkrank. Außerhalb von Mahagon. Das finde ich so... Ich meine, selbst den eiskalten Mahagon nimmt Vivi für sich ein. Das ist echt... Ja, muss ich nichts zu sagen. Vivi ist halt Vivi. Kann ich gerade das geleuchtet? Vivi, du solltest eher aufhören, Aiko auf den Ausschnitt zu starren. Da hängen die Ketten nämlich ungefähr. Das tut man nicht. Ja, genau. Aiko sieht schon das Leben an den Augen vor ihren Augen vorbeiziehen. Wer zur Hölle ist Alexander? Ein neunter Charakter vielleicht, den ich bisher verschwiegen habe? Na, just kidding. Alexander ist Anführer einer Sekte, der Aiko insgeheim angehört und ich sollte das lassen. Das heißt, die zwei stehen wohl im Begriff, das zu befreien, was immer die, weswegen immer die vier Schatzkristalle überhaupt ursprünglich verteilt wurden. Klingt das nicht großartig? Oh, jetzt kann ich auch nicht mehr scrollen. Jetzt ist es selbst laufen. Klingt nicht nach so einem vertrauenserweckenden Gott, ne? Nicht erlösche, Dunkelheit komme. Aber alles noch weg.
Denn das, was sie da tun, ist in der Tat etwas Gutes. Das da ist das Böse. Wissen wir ja schon. Oh nein, jetzt hör auf zu ruckeln. Nicht gut, nicht gut. Oh Gott, diese CDs sind einfach zu alt. Oh, gut. Kein langer Hänger. Das ist Alexander. Ich möchte, dass ihr nochmal vor Augen haltet, wie groß das Schloss war und wie groß Alexander war. Nur mal so zur Veranschaulichung, ja? Und dieses Viech hat gerade mit ziemlicher Lockerheit Bahamut platt gemacht. Also, falls irgendwer weiß, was dieses Wort bedeuten soll, magische Kalesche, also magisch weiß ich, aber das Kalesche, falls irgendwer dieses vermutlich relativ alte deutsche Wort kennt, bitte in die Comments reinschreiben und so, wäre ich sehr verbunden. Wer ist das und was tut er hier? Irgendwie sind wir da zwischen die Fronten geraten. Ganz gehörig zwischen die Fronten geraten. Mehr Andeutung! Keine Sorge, dieses Spiel erklärt relativ gründlich am Ende, was wirklich los ist. Zirp, zirp, zirp. Wahrscheinlich hat Mahagon wieder alle in Sicherheit getragen, zusammen mit Freya.